Nee, also irgendwie fühlt sich das mit der neuen Tastatur so ein bisschen falsch an, hier zu spielen. Vielleicht sollte ich mir doch mal so ein komisches Gaming-Tastatur-Dings besorgen. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall ist sie da und sie leuchtet munter vor sich hin und sie funktioniert. Und sie ist nicht so laut wie die Model M, mal zum Vergleich. Das ist die Tastatur. Und das ist die Model M. Das ist doch schon ein Unterschied. So, letzte Woche ist ja ausgefallen, weil eben, wie gesagt, die Tastatur da so ein bisschen eine andere Meinung hatte. Ich habe die mal komplett. Oh ja. Kann man die nicht mehr einsammeln? Not tamed, not tamed, not tamed. Okay. Hat sich ein bisschen was geändert anscheinend. Okay. Muss ich mir mal anschauen. Ja, ich habe die ja noch so ein bisschen auseinandergepflückt, die Tastatur, und mir dann mal angeschaut, wie sie aussieht, und hast du nicht gesehen. Ja, es war tatsächlich irgendwie eine Lötstelle. Und da ich nur keinen Bock hatte, den Lötkolben und alles auszupacken wegen so einer blöden Tastatur, habe ich mir halt kurzerhand eine neue gekauft. DHL, ganz geil, hat's natürlich in den Vorgarten geschmissen einfach. Dachte ich mir auch so, ey, ihr habt doch einen Knall. Gut, aber bisher hat sich da noch nichts weiter ergeben. Müssen wir mal schauen. Dann wollte ich mal einmal kurz testen. Ja, funktioniert wieder. Letztes Mal hat beim Testen irgendwie, ja, ging das Wasser hier nicht in den Eimer rein. Das ist aber anscheinend wieder in Ordnung. Dann sieht man es, warum auch immer. Ich bin ausgerüstet für irgendwas. Ich würde fast mal sagen, Höhlentour, ne? Haben wir nur schon lange nicht mehr gehabt. Ach, diese neue Tastatur, das ist echt scheiße. Naja, gut. Kriegen wir schon irgendwie hin. So, also Höhlentour. Ich gehe erstmal einfach runter. Guck mal, diesmal habe ich sogar ein Schwert dabei. So. Und dann schauen wir mal, dann gehen wir mal nicht dahin, wo wir sonst immer hingehen. Na, hinten halt hier runter und hier links, sondern wir gehen mal hier längs. Mal was ganz Neues. Und dann schauen wir einfach mal. Ja, mit der letzten Folge, da habe ich ja einen Ersatz versprochen auf Twitter. Da muss ich mal schauen, was ich da dann mache. Auf jeden Fall sollt ihr nicht ohne Let's Play ins Bett gehen. Ja. Ob es denn mein Test ist oder ein anderes Spiel, wird sich dann zeigen. Aber auf jeden Fall werde ich noch eine weitere Sache aufnehmen. Heute oder morgen oder irgendwann mal. Nein, morgen wahrscheinlich oder heute noch. Oder irgendwann mal halt. Ja. So, hier waren wir doch auch schon mal, oder? So neu oder so alt ist das hier ja gar nicht. Ich würde mal sagen, wir bauen uns hier mal weiter runter, aber vorher mache ich mir kurz noch mal die Koordinaten an. So. Falls mir denn was passieren sollte, dann weiß ich immer. Miese, miese. Sehr schön. Dann weiß ich immerhin, wo ich dann auch hin bin. Dann habe ich mir überlegt, ich sollte vielleicht wirklich mal wieder anfangen, ein bisschen lauter zu sprechen. Scheiß auf die Nachbarn, die machen auch immer Lärm. Genau, euch da drüben meine ich. Nein. Müssen wir mal, ne? So. Es ist dunkel. Ich mach mal Licht. So, das mit dem Schwert, das habe ich mir aber auch mal anders vorgestellt. Machen wir das mal so rum, ne? Dann ist er schön in der Mitte. So. Das ganze Eisenzeug, das brauche ich da sowieso nie. So, es geht weiter runter. Ah, im Schnellverfahren. Zack. Da, 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 dam. Vielleicht kommen wir ja. Ist das wieder so eine Koppelmauer hier? Naja, guck mal, es ist wieder so eine Koppelmauer. Entweder war ich hier schon mal. So, oder? Es ist mal wieder eine Koppelmauer. Ich glaube, es ist mal wieder so ein Koppeldings. Hast du nicht gesehen, Teil. Wofür auch immer. Aber schön. Oder sind das auch so die Überreste von Carbon? Das hat ja wohl auch irgendwie mal ab und an mal so ein bisschen Kobbel generiert. Gucken wir gleich mal. Aber ich glaube, da ist nichts weiter. Nee, da ist nichts weiter. Oder hier? Oder doch? Oder nein? Oder ja? Aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein, aber ja, aber nein. Ne? Wisst ihr Bescheid. So. Dann geht es weiter runter. Und noch weiter runter. Ah, Höhle! Ist wahrscheinlich wieder nur so ein kleiner. Oh ne, ist doch ein größerer Raum. Oh, da wäre ich fast runtergefallen. Was haben wir denn hier? Zeug, Zeug, Eis. So. Gleich ist wahrscheinlich wieder so ein.
Höhlen-Killer-Monster-Viech, Dungeon-Master-Dings-Viech-Teil da und tötet mich. Aber erstmal, wieso konnte ich gerade mein Mausrad nicht drehen? Erstmal sammle ich ein bisschen Mese ein, damit sich das Sterben auch wieder lohnt. Sammeln Sie jetzt Mese, das Sterben lohnt sich wieder. Herzlichen Glückwunsch. Auch geil, wie lange man Mese abbauen muss mit einer Mesehacke, ne? Sehe ich da hinten was? Nein. Oh. Ich mache mir mal ein bisschen lauter. Na, dann höre ich dann auch ein bisschen was. Was haben wir denn hier noch gehabt? Eisen war hier noch. Da geht's auch weiter, ne? Guck mal, hier ist Lava. Nee, ich will's mal nicht provozieren, ne? So, gehen wir mal hier. Weil hier ist halt so schwierig dran zu kommen. Wenn da jetzt irgendwie so ein Viech, dann schreie ich wahrscheinlich auf und porte mich weg. Auch schön, Fackel brennt unter Wasser. Sehr gut, Qualität, der begeistert. So muss das sein. Kaufen Sie jetzt Manfreds Original Unterwasserfackeln. Brennen auch, wenn es regnet. Das denn hier. Wenn ich das abbaue, dann kommt das wahrscheinlich alles runter, ne? Siehst du? So, da und da und da. Da unten geht's weiter runter. Hier geht's auch weiter. Was haben wir denn hier noch? So. Guck mal hier. Das stürzt nicht. Das stürzt runter. Okay, da ist. Da hinten geht's weiter. Guck mal hier, das ist. Ich sollte vielleicht schnell mal mir einen Schluck genehmigen. Da man die ja nun stacken kann, ich glaube, ich nehme nächstes Mal echt irgendwie alle mit. Dann sind die schon mal alle gefüllt. Bei der Gelegenheit, hier war doch irgendwo Wasser. Ich sollte nicht ohne Schwert rumlaufen. Da hinten war Wasser. Dann fülle ich mir das nämlich gleich mal wieder auf. Ich weiß nämlich nicht, wann ich das nächste Mal wieder Wasser sehen werde. So. Zap. So, dann ist es nämlich wieder voll. Das ist auch voll. Ach, ich habe hier noch einen Kakao stehen. Der ist übrigens auch noch voll. Ich sage ja zu deutschem Kakao. Oder wo auch immer der herkommt. Steht nicht drauf. Oder? Doch. Nee. Früher stand das mal drauf. Da stand da immer Pronsfeld. Das fand ich immer total lustig, weil Pron und so, ne? Nee, kann man aber nicht erkennen, wo der herkommt. Leider. Oder ich habe einfach keine Lust zu gucken jetzt. Sucht euch was aus. Wir waren stehen geblieben da hinten irgendwo im... So. Oh, da kam der Sound dann alles auf einmal. Ich könnte natürlich hier mal eben kurz Eisen mitnehmen. Deswegen macht man ja so eine Höhlentour, ne? Schön die Mesespitzhacke verschleudern, um einfach mal ein bisschen Eisenklumpen-Scheiße einzusammeln. Aber egal, dafür bin ich da. So, hier war ich stehen geblieben. Ich mache hier mal so einen Gang längs. Mal gut, dass ich es gemacht habe, wa? So, da habe ich... Da sehe ich... Ach, ein Mesemonster, okay. Da kann zwar auch schießen, aber das ist halt schlecht im Zielen. Ich gehe mal lieber hier hinten hin. Man muss das ja nur auch nicht drauf anlegen, ne? So, hier ein bisschen Weg machen. So. Brauche ich eh nie das Zeug, ne? Mesemonster. Wollen wir mal 1 gegen 1 spielen? Warte mal, ich baue mich mal hier so ein bisschen freier. Freier gesagt. Halt die Fresse. Oh, okay. Mesemonster. Wärst du so gütig, einmal kurz herzukommen? Ich muss da mal was mit dir besprechen. Du, so als Monster hier, fliegst du doch immer so durch die Gegend und so und guckst dir hier immer dann die Höhle an, ne? Dann kennst du dich doch hier bestimmt auch aus. Wo bist du denn überhaupt? Guck mal, hier sind ein paar Freunde von dir. Mesemonster.
Ich hab dich hier doch gerade noch rumfliegen sehen. Miese Monster. Oh Junge, wo bist du? Kommst du her? Da unten. Komm her. Kommst du her? Kommst du her, miese Monster? Ja. Das hättest du gerne, wa? Wo guckst du denn so böse? Versuchst du da etwa auf mich zu schießen? Guck mal, wenn ich eine Fernwaffe hätte, dann könnte ich dich jetzt erschießen, ohne dass du es merkst. Aber du bist halt einfach nur schlecht im Zielen. Das ist dein Problem. Ja, ich höre dich doch bis hier. Und ich bin ein kleiner Schisser. Das ist mein Problem. So. Kuckuck. Macht das denn? Habe ich jetzt gleich drauf geachtet? Macht das viel Schaden? Ja gut, ein halbes Herz pro Hit. Okay. Ich könnte mich ja hier einfach mal hinten längs bauen. Da ist er. Blödes Zeug weg. Nehmen wir mal den angebrochenen Stack. So. So viel dann zum 1 gegen 1. Ich meine, es ist ja nur 1 gegen 1, aber es ist dann doch eher so ein bisschen taktisch, ne? Da unten, okay. Oh. Sag mal, wirst du frech? Guck mal, dann baue ich dich einfach mal ein. Opa, baue ich dich einfach mal ein, so. Wäre schon ein bisschen feige, ne? So gegen Behinderte zu spielen. Ich weiß, es ist ja nur... Oh, ey. Junge, dummer. Kannst du da durchschießen? Das ist ja geil. Das kann ich nicht, das ist unfair. So. Na? Dahin. Das war jetzt irgendwie blöd, aber gut. Es war blöd, aber gut. Da meine Qualität, die ich zur Perfektion beherrsche. Blöd, aber gut. Also, jetzt ist aber hier langsam echt mal blöd, aber gut. Da ist er wieder. Ich arbeite mich langsam zu dir hin, mein Freund. Weißt du, nun werde ich da hinspringen und dich einfach mal erschlagen. Was hältst du denn davon? Pam, pam, pam. Ja, so viel dazu. Miese Monster, fertig. Guck mal, da geht's dann sogar weiter. Hat sich das denn jetzt überhaupt gelohnt? Hier für das ganze Abenteuer. Irgendwo war hier noch Mese, genau. Hier ist mal alles voller hier. Ne? Da war noch um die Ecke war auch noch Mese hier. Ne? Hier. Oh. Mese. Mese. Hoppa. Noch mehr Mese. Schuld. So. Mese. Nee, kein Mese. Anderes unwichtiges Zeug, was ich sowieso nie brauchen werde. Was ist denn das überhaupt? Das war Kupfer, ne? Kupfer. Mese, Crystal. Da kann man auch schöne Sachen draus machen, ne? Das ist meine Mod. Ne? Zack. So, und hier und da und da machst du dann so. Ne? Habe ich übrigens immer noch nicht angepasst. Ist aber ganz geil, das scheint so ein bisschen Texturbug zu haben. Liegt gar nicht an meinem Test. Nicht an der Mod, sondern liegt an meinem Test. Weil aus Gründen halt. Ist so eben. Ist vermutlich Absicht. Sag ich mal so. Guck mal, da hinten ist Diamant. Das sehe ich schon von hier. Da, guck. Na, schau mal einer, guck. So, erstmal hier einen Fluchtweg bauen. Da kann ich sowieso nie wieder rauf, ne? So. Na, was ist denn da? Nichts. So, hier ist schön alles ausgeleuchtet. Ach, da ist so eine Sackgasse, okay. Dann geht's gleich weiter runter. Diamant, damit sich's auch lohnt zu sterben. Kaufen Sie jetzt Diamant von Schulz. Damit sich das Sterben wieder lohnt. ja. So, da und runter. Vielleicht mache ich als Special auch einfach nur mal wieder Überlänge. Braucht dann zwar wieder 100 Jahre, 100 Jahre zum Rendern, aber na komm. Dann ist das halt so. Oder auch nicht. Schau ich mal.
Die größte Höhle der Welt. Da-da-da-da. Ja. Ne? Und weiter geht's runter hier. Es geht immer nur abwärts. Apropos abwärts. Kennt ihr den Film? Mit Götz George und einem Fahrstuhl. Nein, ernsthaft. Ist ein cooler Film. Unbedingt anschauen. Lohnt sich, definitiv. Schon was älter, aber das Alte ist ja meistens das Bessere, ne? So, und weiter runter. Da unten. Das ist dann wieder so eine Phase, wo dann erstmal nichts kommen, wollte ich sagen. Okay, da ist die nächste Höhle. Ach du Kacke. Shift? Tastatur? Aha. Mhm. Was zur Hölle ist denn hier kaputt gegangen beim Rendern? Gut, da werde ich mal eine extrem professionelle, gut gesicherte, speziell angefertigte Spezialtreppe zum professionellen gesicherten Abstieg in das Mauerwerk schlagen. So. AKA, ich grab mich nach unten. So. Da haben wir Licht und war schon jetzt lang kein Gegner mehr. Da wird mir doch gleich bestimmt so eine Horde entgegenlaufen. Gut, ist ja nicht Serious Sam hier. Da gibt's dann Horden von Gegnern, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Ach du Scheiße. Oh, 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 oh. Das schreit doch hier quasi wieder nach so einem Dungeon Master Keeper Viech Ding. Böses Teil, was Sachen schleudert. Hm. Erstmal ein bisschen einsammeln hier, ne? So. Zack, zack. Schön die Spitzhacke verschleudern. Brauche ich sowieso nicht mehr. Gut, ehrlich gesagt, brauche ich sie tatsächlich nicht. Ich kann mir jederzeit eine neue bauen. Mit Mod-ersheetetem Mese-Zeug. Und so. Nein. Aua, aua. Akkordhullpflaster, ich verblute. So, schnell weg. Gut. Apropos, da und da und da und da und da und zack und wieder aufgefüllt. Und das wieder weg und das wieder hin und die ist bald hin und schade, dass man es nicht sehen kann, wie viel und mein Inventar ist noch ausreichend frei. Also, abwärts weiter runter hier. Wählen Sie Tor 1, Tor 2 oder Tor 3. Wenn Sie Tor 1 wählen, das größte Tor von allen, dann kommen Sie wahrscheinlich in eine Sackgasse. Wenn Sie das schmale Tor 2 wählen, kommen Sie wahrscheinlich in einen Hinterhalt. Und das dritte Tor, da ist eine Ziege drin. Glückwunsch. ich weiß das gar nicht. Ist das nur... Moment, habe ich da was? Erstmal hier ein bisschen runter machen. Ist das eigentlich nur so ein Running Gag? Oder war da wirklich mal eine Ziege drin in so einem Tor? Ich weiß das gar nicht mehr. Meine gute Jürgi, der hat doch auch mal Pornos gedreht, oder? War das nicht so? Irgendeiner von den Knalltüten hat auch mal ein Porno gedreht. Oder war Synchronsprecher oder sowas. So. 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 Aber so eine Ziege hätte ich schon ganz gern mal gewonnen. Wäre total geil gewesen. Also eigene Ziegenkäse und geht ab, würde ich sagen. Ja, Tor so und so viel hat leider nicht viel gebracht. Bis auf ein bisschen Diamanten. Und dann ist die Hacke auch schon hin. Dann holen wir gleich die nächste her. Hier noch hin und da noch hin. Ich werde übrigens wieder nicht zurücklaufen. Ganz einfach, weil nein. Da habe ich ja nun mal schlechte Erfahrungen mitgemacht. Mit Erfahrung und ohne Erfahrung auch. Und überhaupt ganz unerfahren noch. Guck mal, da oben ist wieder das Zeug. So, das nächste Türchen mal erkunden. Hä, Türchen? Ist das schon Weihnachten? Nein. Aber ist ja wirklich bald wieder Weihnachten, wa? Hab auch schon ganz geil Kuchen gebacken heute wieder. Ich kann backen übrigens. Nein, ernsthaft, ich kann's wirklich. aber ich kann nicht mein Test spielen, ich kann nicht springen. So, also, ja, Erdbeerboden, Tortenboden, Dingsboden... Obstboden heißt das. Das wollte ich suchen, das Wort. Obstboden gemacht, Erdbeeren drauf und fertig erstmal.
Morgen kommt dann schön Flammkuchen dran und dann nehme ich dann morgen alles schön mit ins Büro. Vor allen Dingen, weil sich die Kollegen morgen auch freuen werden. Nein, am Montag. Aus Gründen. Nein, kein Geburtstag. Aus anderen Gründen, aber Wayne. Auf jeden Fall gibt's Kuchen für die Kollegen. Hm, hoffentlich schmeckt der überhaupt. Ich meine, das Pflaumenkuchenrezept, das habe ich zwar schon mal gemacht, aber das andere, ich weiß nicht, vor allen Dingen, weil der ein bisschen sehr dunkel geworden ist, der Boden an der Unterseite, aber ansonsten sah der in Ordnung aus, deswegen habe ich den genommen. Sind ja nur die Kollegen, die dran sterben werden. So. Entschuldigung. Was haben wir denn hier überhaupt jetzt auf der Uhr? 21 Minuten und fast volle Frames raus und Frames ein, fast voll und Frames raus, 30, wie sich's gehört, sehr schön. Haben die das umgedreht? Das sah doch mal anders aus. Nehme ich überhaupt auf? Wo bin ich hier überhaupt? So, da hinten geht's weiter runter, würde ich sagen. Spontan, ja, hier, da wo es dunkel ist halt, ne? So. Also, wo ist er, der alte Porno-Paule? Alter, was ist denn hier mit dem Generator passiert? Ach du Grundgütiger. Es fängt gerade ein bisschen an zu lecken, habe ich das Gefühl. Hör, deine Mutter leckt auch. Ja, ja, ist ja gut. Da ist hell. Wieso ist denn... Oh, jetzt habe ich ein Problem. Moment. Nein, da war noch nichts, aber ich habe keine Fackeln mehr. Ein bisschen Kohle habe ich. Dann mache ich mir mal ein paar Stöckchen und so und so. 32, ja, ja, komm, übertreiben und dann geht das. Hallo, geht doch, danke. Ey, jetzt aber langsam gut hier. Jetzt wollen wir auch noch mal erkunden. Warum ist das da hinten hell? Ach, da ist Lava. Okay. Warum ist das hier dunkel? Ach, das sind keine Fackeln. Okay. Und hier? Selber Grund, ne? Pass mal auf, hier ist Licht jetzt so. Guck. Guck so hier. Kann das sein, dass es immer mehr wird mit den Mineralien? What? Ja. Irgendein Zeug. Koordinaten, falls ich sterben sollte, weiß ich, wo ich war. Irgendein Zeug. Default Stone with Silver, not defined. Mach ich das mal weg. So. Kann man nicht mehr einsammeln, ne? Nee. Man konnte die früher, glaube ich, mal einsammeln. Hat, glaube ich, keiner gesehen. Da ist gerade was in den Vordergrund gepoppt, weil 24 Stunden Reconnect und da poppt dann gleich wieder was in den Vordergrund. Ich sehe das jetzt schon. So, also hier ist Lava, okay. Solange die Lava da ist, ist sie ja harmlos. Ich gehe mal einen Schritt ran. So, genau, da kommt es nämlich wieder. Ist wieder was aufgepoppt. Ich habe es noch wieder weggemacht. So, bam, 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 bam. Dann machen wir nämlich hier mal schön ein bisschen die Lava zu. So. Aua. Aua. Ich blute. So. Komm, was weg ist, ist weg. Tomaten habe ich auch noch. Super Tomate on the fly. Schade, dass diesen Insider keiner versteht. Ich werde ihn aber auch nicht erklären. So, dann wollen wir mal ein bisschen ernten gehen hier. Also. Unnötiges Zeug. Irgendwelche komischen Geräusche, die, glaube ich, da hinten herkommen. Ich gehe da jetzt aber nicht hin. Unnötiges Zeug. Unnötig. Hör, unnötig wie dein Let's Play, Alter. Ja, weiß ich selber. So, dann hier auch noch weg und hier auch noch weg. Und ich falle schon wieder runter. Gut, dann... Oh, hier mal ein bisschen Brücken schlagen. Das tut den Brücken aber weh. Das ist nicht gut. Ja, so. Da ist Licht. Hier ist Licht. What the fuck?
Generator, what the fuck is wrong with you? Ernsthaft? Wisst ihr, was ich richtig geil finden würde? Wenn die Erze, also die wertvollen Erze, im Dunkeln so ein bisschen leuchten würden. Das würde richtig geil aussehen in großen Höhlen, ganz ehrlich. Also wenn da mal jemand eine Mod machen will, die dafür sorgt, dass Diamant, Mese und das hier so ein bisschen leuchten. Was ist denn das überhaupt? Silber. Gut, das wird keinen Sinn ergeben. Also dass Diamant und Mese so ein bisschen leuchten. Pulsieren kann man, glaube ich, nicht machen, ne, mit der Engine. Aber dann leuchten die so ein bisschen vor sich hin. Das fände ich ganz geil, ehrlich gesagt. So, wollen wir ein bisschen unnötiges Zeug einsammeln. Hab ja sonst nichts zu tun. Meine Güte, das wird immer mehr, kann das sein? Also jetzt habe ich mir 100-mal die Koordinaten dran gemacht und weiß gar nicht, wie tief ich bin. Das ist die 196, minus 196. Das kann man hier eigentlich noch alles Geiles sehen. Okay, gut, gut. Was auch immer, was auch immer. So, zack, zack, zack. Meins, meins, meins. Das auch meins, das auch meins, das auch meins, das auch meins, das auch meins. Meins, 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 meins. Unnötig, unnötig, unnötig. Alles unnötig. Aber dann habe ich es zumindest. Gut, so, dann einsammeln. Hier. Total zerpflückt. Das erinnert mich so ein bisschen an früher, an die Zeiten auf meinen Craft-Servern, ja, wo dann da die Farming-Welten waren und die waren dann auch irgendwann so ein Schweizer Käse. Schön Kakao. Ja, so ein bisschen zerfleddert sah das dann auch alles aus irgendwann. Sah dann vor allen Dingen auf den Übersichtskarten, die man sich dann da ziehen, generieren konnte, immer ganz geil aus. Die ganzen Welten zerfleddert ohne Ende. Ja, da gab's dann auch so Radar-Mods, ne? Das waren noch Zeiten. Damals, als Minecraft noch gut war. Wie sieht's denn überhaupt aus, liebe Minecraft, Ex-Minecraft-Spieler oder aktive Minecraft-Spieler, die zufälligerweise auf dieses Video gestoßen sind? Bleibt mal ruhig dabei. Wie sieht's denn überhaupt aus mit der Entwicklung von Minecraft? Ich habe das ja seit dem Kauf von Mojang durch Microsoft gar nicht weiter verfolgt. Gibt's das überhaupt noch? Ist das überhaupt noch mal weiterentwickelt worden von Microsoft? Kam da noch was? Oder haben die sich einfach gesagt, scheißegal, wir haben das Franchise, wir machen gar nichts mehr? Speaking of Minecon und gibt's nicht mehr oder was? Ich weiß es leider nicht, ne? Also wer da Erfahrung hat, ich habe ganz ehrlich nicht die Muse, das jetzt zu recherchieren, aber wer mal was dazu schreiben möchte, der Kommentarbereich gehört euch. Kommentiert jetzt und gewinnt eine kaputte Mesa-Spitzhacke. Wie sieht's aus? Deal? Deal oder no deal? Hieß nicht auch so eine Quizshow oder eine komische Spielshow mal so? Apropos Spielshow, Random Fact of the Week. Wusstet ihr eigentlich, dass die 100.000 Mark Show bis mindestens zum Ausstieg von Ulla Kock am Ring geskriptete Scheiße war? So, Kindheit erfolgreich zerstört. Ist übrigens tatsächlich so. Nachzulesen auf der Wikipedia. In der Wikipedia? Irgendwo im Internet. So, oder zumindest, was heißt geskriptet? Also zumindest stand vorher fest, wer letztendlich in diesem Spielchen da am Ende als Sieger rausgeht. Warum und wieso und weshalb und keine Ahnung, aber war wohl so. Zack. Zack, zack. Dann Gold. Ah ja, Gold kann übrigens auch so ein bisschen leuchten. So, hier noch hin, da noch hin. Und dann haben wir nämlich bald wirklich alles mal zusammen hier. Gut. Diese Höhlentour lohnt sich. Und wie man unschwer erkennen kann an der Länge des Videos, ich habe mich dazu entschieden, diese Folge etwas länger zu machen. Als Ausgleich quasi. Oder auch nicht. Einfach weil ich gerade jetzt drin bin und Moment, Moment, Moment. So.
Nur weil ich jetzt gerade drin bin und halt noch nicht sterben will, habe ich gerade mal einen Schluck getrunken. Nein, so. Zack, zack. 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 Nee, ich werde mit der Tastatur nicht warm. Ich glaube, ich hole mir so ein Gaming-Special-Ding. Hat da jemand Erfahrung mit? Sind die Teile sinnvoll, geil oder einfach nur scheiße? Oder überhaupt? Ich meine, viele Tasten brauche ich ja nicht, ne? Laufen, springen, schleichen, Fast Move und Rennrauto-Taste. Rennrauto, ja. Das Rennrauto besteht aus einer Raute mit Reifen. Fängt ja auch beides mit R an, gehört also zusammen, ganz klar. Oh. Dunkel und doof gehört auch zusammen. Ich grab mich mal hier ein bisschen runter. So, guck mal hier. Da wartet doch garantiert jetzt demnächst wieder ein ganz doofes Viech auf mich. Schleichen war hier, ne? So. Siehste? Hab ich's gesagt oder hab ich's gesagt? Ich hab's gesagt, ne? Tschüss, ne? Tschüss. Ich werde zu alt für diese Scheiße. Schön, ich hab's gewahrt. Ich hab's geahnt. Lalala. So, jetzt werde ich gar nicht mehr viel machen. Weil das ganze Zeug, das will ich nämlich erfolgreich nach Hause bringen. Und dann zähle ich gleich erstmal aus, was ich nun alles hab. Nein. Solange ich keine Fernwaffen hab. Nein. Nein, einfach nur nein. Aber das Miese, das hole ich mir noch. So. Plop, plop. Keuch. Kann ich doch mal gucken, wa? Wo ist er denn? Wo ist er denn, der Hühnerschrecker? Da unten ist er. Ah, da ist er, ja, da ist er, ja. Ah, okay, da ist er. Ja. So. Ah, nee. Ich gehe wieder... Moment. Da war ich. Ich gehe wieder nach Hause. Pam. So. Gut. Ah, auf den Schrecken erstmal Schluck Kakao. Aber cool, du gehst jetzt nicht in... Ernsthaft, danke. So, erstmal hier. Ach nee, ist eine Fackel drauf. Sind übrigens immer noch 2D. So, hier drüben. Da will ich jetzt mal. Oh ja, da will ich jetzt mal auszählen. Und ich kann es nicht lassen. Ich gehe auf den Strich, Alter. Irgendwann muss ich mal mit Mesa was machen. Ich sag das, glaube ich, jedes Mal und mach's dann doch nicht. So, hier bin ich, glaube ich, erstmal ein bisschen. Tür zu. Ah, diese Mobs. Das macht mich fertig. Ah, erstmal aufs Sofa setzen. So, dann wollen wir doch mal auszählen. Müll. Dann haben wir hier das und das. Und das ist wertvoll. Und das zähle ich auch mal zum Wertvollen dazu. Und das mache ich mal so hin. Gut, dann... So. Doch, ich würde sagen, Kupfer, Diamant, Gold, Silber, Mese ganz viel, ordentlich Kupfer. Habe ich hier gerade Kupfer gesagt? Zinn, ne? Ah, Eisen. Und ja, der ganze Kobbel, das schmeiße ich mal in die Kobbelkiste, die ich ja nun doch tatsächlich auch habe. Na du, Muschi? Dich habe ich auch noch nicht getamed, ne? Nee. Aha. Ja, das, ja. Aha. Ja, klar. Gut, da sind keine. Ja, die sind ordentlich. Aber, verstehe ich schon, dass die, ja,
Das, natürlich, ja. Die sind einfach runtergefallen und die Schrift ist da, ja, hängen geblieben an der Wand. Oder kurz vor der Wand schwebend, wenn man genau hinguckt. In 2D, versteht sich. Naja. Alles klar. Hm, weiß ich Bescheid? Dann werde ich mir das merken. So, Kobbel, weg. 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 Das könnte natürlich auch die Kiste werden dann für das Baumaterial, für den Turm, beziehungsweise vielleicht die Burg, die da so ein bisschen rumstehen wird. Vielleicht wird's doch kein Monster riesengroßer hoher Turm, sondern eher so eine Burg, die ich, wer sich ganz dunkel erinnern kann, im Minecraft-Let's Play tatsächlich schon mal angefangen habe. Ich denk mal, das Tutorial würde ich mir nochmal raussuchen und anhand dieses Tutorials die Burg einfach mal versuchen, wieder mal so ein bisschen nachzubauen. Ohne natürlich 100 Jahre Terraforming davor. Ne? So, gut. Das ist entsorgt. Das ist kaputt. Das ist komisch. Leckst du meinen Boden ab? Oder was? Ja. Ist ein freies Land. Du kannst natürlich machen, was du willst. So. Hier, dann... Da muss eh alles gebrannt werden. Rein damit. Ich habe ja auch die Brennkammer unten, ne? Aber ich habe da jetzt keine Lust, irgendwie das alles so zu zerfleddern. Deswegen werde ich das alles schön einzeln hier drin machen. Und, da würde ich mal sagen, das schaut ihr euch dann nicht weiter mit an. Sondern, lest mal ein gutes Buch oder guckt irgendwas Interessantes im Fernsehen. Ich weiß es nicht. Nein, also vielen Dank fürs Zuschauen und dann würde ich mal sagen, bis gleich im nächsten Video. Oder wenn mir dann doch nichts einfällt, was ich noch aufnehmen könnte oder doch keine Lust haben, noch was aufzunehmen, bis nächste Woche, ne? Tschö!